Team Europa wagte sich Schritt für Schritt hinunter in die Dunkelheit des schiefen Turms von Babylon. Schier endlos schien sich die enge Wendeltreppe in ungeahnte Tiefen hinabzuwinden und schon bald wurden sie von der Schwärze vollends verschluckt. Nur Nicks Taschenlampe funzelte ein müdes Licht auf die endlose Treppe in die Tiefe. Waren sie zunächst noch freudig erregt die ersten Stufen hinabgelaufen, legte sich nun die Beklommenheit einer erdrückenden Stille wie ein bleierner Mantel auf unsere drei Kommilitonen. Lex, nicht so schnell! Ich sehe hinten schon fast nichts mehr. Ja, halt mal die Taschenlampe höher. Ihr seid mir vielleicht ein paar Angsthasen. Aber gut, passt vor allem darauf auf, wo ihr hintretet. Die Stufen sehen ziemlich schmal aus und der Boden glitschig. Leichter getan als gesagt. Easy peasy. Wir stürzen! Ich bin noch ausgerutscht. Oh, man kann ja die Hand vor Augen nicht mehr erkennen. So dunkel ist das hier. Ist alles in Ordnung bei euch? Das war ja ein ganz schöner Bautz. Moment mal, Kommilitone. Ich kann meine Brille nicht finden. Ich glaube, ich hab sie hier. Unter meinem Popo. Aber da ist ein Glas rausgebrochen. Verdammter Hexenquarz. Naja, das kann Team Europa nicht aufhalten. Weiter geht's, Matrosen. Habt ihr das gehört? Was war das? Lex, warst du das? Bitte sag, du warst das. Was war was? Ich? Nein. Hast du das nicht gehört? Hinter uns da war irgendwas, ich schwör's. Ich glaube, die Akustik der Wendeltreppe hat uns einen Streich gespielt. Aber ja, ich hab auch was gehört. Lex, warst du das vielleicht? Hört auf mit dem Quatsch. Los, weiter, Matrosen. Wir lassen uns doch von etwas Geunke und Gemunke nicht aufhalten. Nein, Team Europa lässt sich wahrlich nicht so leicht aufhalten. Eifrig stolperten unsere drei Kommilitonen wieder auf die Beine und stiegen weiter die steile Treppe hinunter. Nach einer gefühlten Ewigkeit setzte Lex trotz zerbrochener Brille als erster seinen Fuß auf sicheren Boden. Matrosen, ich glaube, wir haben es geschafft. Die Stufen sind hier vorbei. Und vor mir erkenne ich einen hohen, weiten Gang aus behauenen Steinquadern. Wow. Die sind über und über mit Bildern und babylonischen Schriftzeichen verziert. Wahnsinn. Ich glaube, die Bilder zeigen König Nebukadnezar bei der Jagd auf Löwen. Hier sind wir richtig. Wunderschön. Wo sind wir hier? Wir müssen uns doch schon weit unter dem Turm befinden, so lang wie diese Treppe war. Ich nehme an... Was war denn das? Das kam von vorne! Ich war's nicht! Das kam von vorne. Hier können wir nicht weitergehen. Ich muss Nick leider zustimmen. Ich habe es auch gehört. Ganz deutlich. Da vorn! Da schimmert ein Licht. Seht ihr das? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wir müssen weitergehen. Wir müssen der Unke zuvorkommen. Wir dürfen Europa nicht im Stich lassen, Freunde. Aber was ist, wenn das eine Falle ist? Wenn wir diese blöde Treppe finden sollten. Hast du daran schon mal gedacht? Und wenn da vorne ein Perverser auf uns wartet? Unsinn. Das kann keine Falle sein. Dieser lächerliche Ordensmann konnte doch weder eins noch zwei zusammenzählen. Wir gehen weiter. Seht da vorne. Wo das Licht herkommt, macht der Gang eine Biege. Wir schleichen uns am besten einfach langsam an. Okay, ich gehe vor. Ich will wissen, was da los ist. Hinter der Biege weitet sich der Gang zu einer kleinen Höhle. Eine riesige, beschlagene Metalltür versperrt den Weg. Und daneben steht jemand. Oh Gott, ist das die Unke? Nein, es... Er, seiner Kleidung nach zu urteilen, sieht er aus wie ein alter babylonischer Krieger und er leuchtet. Daher also das Licht. Ist er bewaffnet? Er leuchtet? Ja, er trägt ein Beil in seiner linken und einen kurzen Dolch in der rechten.
An dem kommen wir nie vorbei. Ah! Er hat seinen Kopf gedreht. Jetzt schaut er mir direkt in die Augen. Ja, kommt, kommt her. Ich habe euch sowieso schon lange gehört. Er macht Krach wie eine Horde gepanzerter Schlachtrösser. Ich tue euch auch nichts. Vorerst. Kommt, Matrosen. So schlimm wird es schon nicht sein. Ihr wollt durch diese Tür. So wie alle, die vor euch gekommen sind. Und so wie alle, die nach euch kommen werden, um die Herrlichkeit Nebukadnezars zu schauen. Aber auch ihr werdet nicht hindurchkommen. Keiner hat das je geschafft. Und niemand wird sich an der Pracht des Großen ergötzen, solange ich wache. Was? Wer durch diese Tür will, muss mich in einem ehrlichen Kampf Mann gegen Mann schlagen. Oh je. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Was? Was verbirgt sich denn hinter dieser Tür? Ach, das weißt du nicht? Nein. Man sollte wissen, für was man stirbt, mein Junge. Was? Hinter dieser Tür befindet sich das Grab des größten Königs aller Zeiten. Das Grab von König Nebukadnezar. Mitsamt all seiner Schätze. Deshalb seid ihr doch gekommen, oder nicht? Nebukadnezar ist seit tausenden von Jahren tot. Wie kommt es, dass du noch hier bist? Und warum leuchtest du überhaupt? Ich bin der Wächter des Grabes. Ich konnte meine Lebensspanne durch hysterische Hingabe an den Gottkönig sowie den Verzehr leuchtenden Flechten über alle Maße hinaus verlängern. Oh, das klingt nicht gesund. Diese Flechten? Die sehen ziemlich verseucht aus. Radioaktiv verseucht, würde ich schätzen. Radio... was? Egal. Was ist das für ein Kampf, von dem du sprichst? Reichlich ungerecht. Wenn du einen Beil und einen Dolch hast und wir haben gar nichts. Mein Beil? Mein Dolch? Siehe, Narr! Die altertümliche Gestalt klappte das Blatt seines Beils auf und das Team Europa staunte nicht schlecht, als darin ein Schachbrett zum Vorschein kam. Und als ob das nicht genug gewesen wäre, schraubte der Wächter anschließend den Griff seines Dolches auf und... Schachfiguren! Schachfiguren! Das Spiel der Könige. Die Regeln sind simpel. Setz mich schachmatt und ich öffne euch diese Türe. Bei Remis Wiederholung. Aber Obacht, es ist Eile geboten. Für jeden Zug habt ihr nur so viel Zeit, wie Tiamat für einen Flügelschlag brauchte. Speedschach! Darin konnte mich bisher noch niemand schlagen. Such nur dein Glück, Wächter! Speed, was? Egal. Möge der Bessere gewinnen. Ich gewähre dir die zweifelhafte Ehre, anfangen zu dürfen. Reiche mir deine Hand. Aber gern. Bereit? Bereit. E2 auf E4. E7 auf E5. DD1 auf H5. SB8 auf C6. Dadurch kann ich meinen Bauern decken. LF1 auf C4. SG8, F6. Ich bedrohe deine Dame, junger Freund. Jetzt kannst du mal was lernen. Ich glaub kaum. DH5 auf F7. Schachmatt! Schäferzug! Der älteste Trick der Welt! Lol. Noob. Bist wohl ein wenig eingerostet, was? Ach, scheinbar. Ich hätte mehr üben sollen, aber ich hatte zu wenig Zeit. Du hast ehrlich gewonnen, Junge. Und ich halte mein Versprechen. Hier sind eure Billets. Billets? Aber bevor ihr eintreten dürft, lasst mich euch meinen Segen gewähren. Level up! Oh, freut mich, dass euch mein Segen berührt. So, nun aber rein. Wartet,
Lasst mich nur eure Billets entwerten. Es heißt Billets. Ich werde die Tür jetzt mit einem Zauberspruch öffnen. Tür, höre mich und öffne dich. Tretet ein in die Grabkammer Nebukadnezars, des größten Königs aller Zeiten, Geber von Kronen und Nennern von Namen. Vorsichtsstufe.